Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Herbstzeit ist ja bekanntlich Dutch Oven-Zeit und den holen wir heute auch wieder raus. Wir werden uns eine richtig leckere Schlemmerwurst machen. Wie das geht, erfahrt ihr natürlich hier in dem Video. Und sollte euch gefallen, was ich hier so mache, könnt ihr das gerne mit einem Daumen belohnen. Im besten Fall natürlich noch ein Abo dalassen. Und jetzt gucken wir uns wie immer die Zutaten an. Starten werde ich da mit unserer Wurst. Ich nutze da jetzt eine grobe Bratwurst von meinem Metzger. Alternativ zu dieser groben Bratwurst könnt ihr natürlich auch so eine gebrühte Grillwurst nehmen. Dann brauchen wir hier solche Gemüsezwiebeln und diese werden wir uns hier in solche Halbringe schneiden. Als nächstes habe ich dann hier so ein paar Paprikaschoten und diese schneiden wir uns einfach hier in solche Streifen. Zuckerrübensirup brauchen wir. Außerdem zur Paprika brauchen wir dann noch solche Tomatenpaprika. Die sind ja eingelegt und da ist dann so ein Aufguss bei, den brauchen wir auch. Ein paar Brokkoliröschen brauchen wir auch. Gewürztechnisch wird es heute ganz puristisch. Wir brauchen Salz, Pfeffer, dann hier so ein paar Chiliflocken und das hier ist Rosmarin gemahlen. Knoblauch brauchen wir auch. Und die flüssigen Komponenten sehen wie folgt aus. Wir brauchen einmal einen Gemüsefond, wir brauchen etwas Sahne und das hier ist ein Weißwein. Dieser sollte lieblich sein. Und Petersilie zum Garnieren brauchen wir später auch. Das war dann auch schon alles an Zutaten. Geschnippelt haben wir auch alles. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, ist uns um den Knoblauch gekümmert. Den werden wir später reiben. Das seht ihr dann im Laufe des Videos. Ja, somit wären wir dann startklar und können loslegen. Der Dutch Oven hat dann auf dem Hockerkocher Platz genommen, sollte mittlerweile auch warm sein. Da gehen wir jetzt zuerst einen Tropfen Öl rein. Und in dem Öl braten wir uns jetzt zuerst die Bratwurst an. Wenn die Bratwurst dann die gewünschte Farbe hat, nehmen wir die erstmal wieder raus. In dem Bratfett der Bratwurst braten wir dann jetzt die Zwiebeln an. Die Paprikas können auch gleich dazu. Und das braten wir dann erstmal so ein bisschen an. Und in der Zeit, wo Zwiebel und Paprika jetzt vor sich hin brät, können wir uns hier die Wurst nehmen. Und diese schneiden wir uns jetzt hier in so mundgerechte Stücke. Die Zwiebeln haben dann mittlerweile richtig schön Farbe abbekommen. Jetzt können wir den Knoblauch dazu reiben. Alternativ könnt ihr den natürlich pressen oder hacken. Und auch den braten wir noch mal kurz mit an. Gute 2 Minuten später, das soll für den Knoblauch auch reichen, weil sonst wird er uns nachher bitter. Dann können wir das Ganze jetzt mit dem Weißwein ablöschen. Und den lassen wir jetzt so ein bisschen reduzieren. Hier können dann noch die Chiliflocken zu. Dann unser gemahlener Rosmarin, dann noch etwas Salz und natürlich etwas Pfeffer. Da müsst ihr jetzt noch nicht so viel dran machen, weil final abschmecken werden wir es später. Der Weißwein ist dann jetzt weitestgehend wegreduziert. So soll das auch sein, wirklich nur noch so ein ganz kleines bisschen unten drin, denn wir wollen davon nur den Geschmack haben. Jetzt kann der Fond dazu. Dann ein bisschen was von dem Paprika-Aufguss, also von der Tomatenpaprika hier, und die kann dann jetzt auch dazu. Dann verrühren wir das einmal und dann kommt noch der Brokkoli. Und wenn ihr jetzt merkt, so wie ich, das ist zu wenig Flüssigkeit, dann nehmt ihr euch einfach noch so ein bisschen Fond und gießt das nochmal an. Einfach nur so, dass die Brokkoliröschen gerade so in der Flüssigkeit liegen. Ja, und jetzt warten wir erstmal, bis das Ganze anfängt zu kochen.
Und wie man dann sehen kann, fängt das ganz leicht an zu blubbern. Und so ein Brokkoli, der braucht ja maximal 5 bis 10 Minuten, damit man dann hinterher auch noch Röschen hat. Deswegen werden wir jetzt schnell probieren. Ja, so geschmacklich ist das schon okay. Aber es fehlt noch der Zuckerrübensirup. Da werden wir jetzt mal hier so einen Klecks reingeben. Das reicht aus. Den heben wir dann auch unter. Probieren nochmal. Ja, so ist das perfekt. Dann kommt die Wurst zurück in den Topf. Die werden wir jetzt auch noch einmal unterheben. Ja, und dann geben wir dem nochmal so gute 5 Minuten bei ganz leichter Hitze. Einfach nur so, dass die Wurst nochmal richtig heiß wird, beziehungsweise gar wird, weil im Kern war sie jetzt noch nicht gar. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Die Sahne, die gießen wir dann gleich ganz zum Schluss rein. Dafür brauchen wir aber dann kaum noch Hitze, sondern einfach nur die Hitze, die vorhanden ist. Deswegen jetzt einfach nur mal 5 Minuten köcheln lassen, dass die Wurst gar wird. Das auch bei geschlossenem Deckel. Ja, und dann sind wir fertig. Und die 5 Minuten, wo das jetzt vor sich hin kocht, sind wir natürlich nicht untätig. Wir nehmen uns hier unsere Petersilie, ja, und die hacken wir uns einfach nur so ein bisschen klein, dass wir damit gleich garnieren können. Dann sind auch die 5 Minuten rum. Ihr seht, das blubbert wirklich nur ganz leicht. Jetzt kommt dann noch final die Sahne dazu. Dann lassen wir die noch mal kurz heiß werden. Dazu können wir aber dann jetzt die Hitze komplett wegnehmen. Einen Deckel noch mal drauf. Ja, und ich bereite dann ein Tellerbild vor und wir sehen uns drüben. Und wie man sieht, die Konsistenz hier, die ist jetzt noch recht flüssig. Mir ist das persönlich auch zu flüssig. Deswegen habe ich jetzt hier so ein bisschen Stärke mit Wasser angemischt. Das gieße ich rein und dann werden wir das noch ein paar Mal umrühren. Und dann sollte das Ganze auch schon dicker sein. Hier haben wir dann unser Tellerchen und ihr seht, die Soße, die ist richtig schön angedickt. So soll das dann auch sein. Jetzt nehmen wir noch unsere Petersilie, können die hier so ein bisschen drüber streuen fürs Auge. Ja, und dann ist das Ganze auch schon fertig und wir werden probieren. Dann habe ich einmal alles auf dem Löffel. Guten Appetit. Wow. Dann haben wir die Probierorgie beendet und ich muss sagen, geschmacklich ist das was richtig, richtig Feines. Hier treffen Welten aufeinander, das ist echt Hammer. Wir haben hier eine schöne grobe Bratwurst, die wir vorher angebraten haben. Wer möchte, kann die natürlich auch grillen. Dann zur Soße. Der Weißwein bringt so viel Geschmack mit. Dann hinterher auch noch das bisschen, was wir da von dem Paprika, Tomatenpaprikasud genommen haben. Das ist auch nochmal geil. Dann die leichte Süße, die wir haben durch das Zuckerrübensirup und die Schärfe von den Chiliflocken. Also das harmoniert wirklich mega. Wir haben hier frische Schärfe, auch eine leichte Süße. Und dann mit dem ganzen Gemüse, was jetzt auch nicht tot gekocht ist. Der Brokkoli war gerade so auf dem Punkt. Ich glaube, länger hätte man ihn nicht mehr machen sollen, weil dann wären uns die Rosen auseinandergefallen. Dann Paprika hatte noch leicht Biss, die Zwiebeln waren auch noch da, also von daher ist das was richtig Tolles, also für die Zähne jetzt. Nicht, dass wir da alles so schlürfen können, aber geschmacklich einfach nur Hammer. Wer Bock hat, mal sich so eine Schlemmerwurst zu machen, der sollte das ja auf jeden Fall nachmachen. Ist eine geile Alternative zu einer Jägerwurst oder zu einer Currywurst. Und dazu passen dann natürlich auch Pommes, Kartoffeln, Nudeln. Bei uns wird es heute Kartoffelpüree dazu geben, ja, und dann denke ich mal, sollte das perfekt sein. Also nachmachen, unten reinschreiben, wie hat es euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, so eine Bratwurst ist richtig vielseitig. Die muss man nicht nur im Brötchen essen oder als Currywurst, sondern man kann auch sowas daraus machen. Das hier ist auch noch ganz schnell gemacht. Mit Vorbereitung braucht ihr da so circa eine Stunde und dann habt ihr ein richtig leckeres, feines
essen. Dann hoffe ich, diese Nummer hier hat euch gefallen. Sollte dem so sein, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, könnt ihr das gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.